Hallo und herzlich willkommen hier bei GameStoryen zu einer weiteren Folge von ja, dem Userwunsch von Doosplay mit der Emergency-Reihe. Und wir sind bei, ja, bei Emergency 2014 angekommen. Und wie ihr wisst, gab es letzte Woche arge Probleme, OBS-bedingt, was die ja, Spielleistung angeht. Das liegt jetzt nicht an meinem PC, ganz sicher nicht, sondern eher an OBS und deren Probleme mit bestimmten Spielen. Und da hatte ich jetzt zwei Möglichkeiten. Zum einen ein Workaround, den ich selbst erstellt habe und mit dem es dann gelaufen wäre. Der sah dann, hätte dann so ausgesehen, dass ich das Spiel auf Full HD im Fenstermodus mache, wobei man dann noch per Hexeditor noch den Fenstermodus aktivieren muss, weil der ist nicht im Spiel drinnen. Sehr schön. Per Hexeditor einfügen, dann mittels Borderless Gaming das Spiel wieder in einen Fenster- oder einen randlosen Modus zu stellen, sodass es eher wieder wie die Fullscreen aussieht. Dann per Fensteraufnahme in OBS aktivieren und dann, ach ja, und dann muss ich noch meinen eigenen Desktop noch auf Full HD stellen, damit das auch noch funktioniert, damit das richtig funktioniert. Ist ein bisschen zu viel, wie ich finde. Und sehr umständlich für so einen Scheiß. Ich könnte es ja auch normal capturen, allerdings es captured dann das UI des Spiels nicht, was auch immer das wieder soll. Ist ja auch irgendwie doof. Und ich dachte mir, ja, probierst du eine andere Software, eine andere Aufnahmesoftware. Und dann habe ich hier, mir XSplit angeschaut. Und ja, da funktioniert es ohne große Probleme. Es nimmt die UI auf, die Game Capture funktioniert alles drum und dran. Aber es mit den Einstellungen hakt es ein bisschen. Vielleicht merkt ihr auch schon, dass ich mich vielleicht ein bisschen anders anhöre oder so. XSplit ist natürlich nicht wie OBS. Es ist nicht so extrem konfigurierbar. Ich habe es jetzt so eingerichtet, dass es einigermaßen, also man kann zwar die OBS-Sachen übernehmen lassen, aber da gibt es immer mal wieder Probleme mit Capture, mit der Umsetzung, weil es vielleicht ein paar Sachen so nicht richtig gibt oder so. Wie gesagt, ich habe es mir jetzt einigermaßen eingestellt, es ist immer noch nicht perfekt. Wird wahrscheinlich auch nicht mehr, weil ich es nicht als Main-Aufnahmeprogramm nehmen möchte. Aber es ist ein guter Umschwenk für Problemspiele, für OBS-Problemspiele so gesehen, weil andere Spiele haben ja, ich sage jetzt mal, 90% der Spiele werden kein Problem haben mit OBS, aber es gibt halt immer wieder welche, wo OBS dann extreme Probleme hat, vor allen Dingen mit der Codierungsüberlastung. Und ich kann euch sagen, das liegt nicht an meinem PC mit meinem Setting. Ich meine, ich könnte wahrscheinlich so ziemlich jedes Spiel aktuell, was auf dem Markt ist, auf höchsten, ja, also übertreiben wir mal nicht, aber auf, ohne, sagen wir mal, ohne RTX, wobei selbst das wahrscheinlich möglich wäre, aber lassen wir es mal dabei, Raytracing, Entschuldigung, nicht RTX, Raytracing spielen und aufnehmen. Und ein Spiel von 2014 dürfte, ja, absolut kein Problem darstellen, aber irgendwas an diesem Spiel beißt sich mit OBS. Es ist nicht mal nur mit dem Streamen so, sondern auch bei der Aufnahme überlastet die Encodierung. Da muss irgendein Problem vorhanden sein. Das Lustige ist ja, dass weder meine CPU noch meine GPU Nutzung irgendwie in der Nähe von 100% wären, dass diese Encodierlastung irgendwo gerechtfertigt wäre. Und wie man ja sieht, wenn ich mit XSplit das Ganze mache, haben wir null Probleme. Und damit ihr das jetzt auch seht, starten wir endlich das Spiel. Und dann könnt ihr euch selbst davon überzeugen, dass das Ganze nullo problemo bereitet, so wie es bei OBS leider der Fall ist. Und wie gesagt, ich kann es leider nicht eingrenzen, woran es liegt. Ja, es muss irgendwas mit, ich denke mal, es hat irgendwas mit dem Game Capture zu tun, wobei es ja im normalen Fenstermodus ja auch nicht richtig funktioniert. Im Prinzip weiß ich nicht, was OBS für ein Problem mit dem Spiel hat. Es scheint ein allgemeines Problem mit dem Zusammenspiel des Ganzen zu sein. Ach, jetzt habe ich da immer noch den Fenstermodus drin, oder? Den habe ich natürlich noch nicht rausgenommen. Ja.
Den muss ich erstmal rausnehmen, damit wir dann überhaupt Fullscreen machen können. Da will ich den Fenstermodus dann auch wieder nicht drin haben. Das muss ich schnell wieder umstellen. Da muss ich wieder mit dem Hex-Editor umher hantieren. Wie hieß jetzt der gleich nochmal? Ah, da ist er eh schon. Passt. Alles gut. Dann brauche ich die lokalen Dateien. Da muss man die Exe quasi, die Exe des Spiels in den Hexeditor laden und dann eine bestimmte Zeile ändern, damit es vom Fullscreen in den Fenstermodus wechselt oder umgekehrt. So. Wo hatten wir denn die Anleitung? Die hat Maya Display mal vorbeigeschickt. Da muss ich nochmal reingucken. Ach, jetzt ist Discord wieder nicht offen, oder? Warum ist Discord eigentlich nicht offen? Ich finde das auch immer so interessant, wenn ich bestimmte Apps aus Autostart auswähle und die starten dann einfach nicht aus Autostart. Das ist manchmal echt merkwürdig. Und ich weiß, es gibt da viele Sachen, dass man das direkt in den Autostart-Ordner verschiebt und so weiter. Aber irgendwie, manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Aber mein PC, ich kenne ja meinen PC, dass der nicht ganz koscher ist manchmal. Das ist irgendwie fast schon Normalität. Was ich wirklich schlimm finde, dass es Spiele gibt, die halt nicht mal den Fenstermodus nativ unterstützen. Das ist eigentlich ein grundsätzliches Problem, was ich nicht verstehe. Weil wer hat denn Hallo? freiwillig nicht einen Fenstermodus? Das kapiere ich nicht. Hallöchen, Display. Haben wir dieses Ganze? Switchen wir wieder um in den Normalmodus, speichern das Ganze. So, und jetzt dürfte es Fullscreen wieder sein. Ein Hoch auf den Hex-Editor. So. Ja, in der Regel brauchst du ihn ja auch nicht, aber jedes Spiel sollte einen Fenstermodus unterstützen. Ob du ihn nun brauchst oder nicht, ist scheißegal. Aber er sollte trotzdem drin sein. So schwer kann es ja nicht sein, dass er den drin lässt. Wenn du da im Hexeditor rumhantieren musst, warum machst du es nicht gleich? Einfach. So. Okay. Jetzt ist die Frage, warum kein Capture? Gucken wir mal, was da gerade wieder los ist. Warum capturet er das Spiel nicht? Game Capture. Ach so, der ist aus. Okay. Jetzt ist er an. Da schau einer an. Aha, den machen wir aus. Den brauchen wir nicht. So, und wir sehen gleich, dass es gleich mal da ist. Gleich mal läuft. Das ist doch schön. Mal kurz mal überlegen. Ich schau mal schnell. Ich habe, glaube ich. Ah, das geht schon. So, Emergency 212 und wir sind in der dritten Mission Anarchie in Paris. Anarchie in Paris. Paris. Après les ouragans catastrophiques et la destruction de la Tour Eiffel, la situation est plus que tumultueuse. Aujourd'hui, un porte-parole du ministère de l'Intérieur a fortement critiqué la violence grandissante des manifestants et les agressions contre la police. Nach extremen Unwettern über Paris sind große Teile der Stadt verwüstet. Der Eiffelturm ist zusammengebrochen. Als Folge kommt es immer häufiger zu Ausschreitungen und Übergriffen. Vor der Ruine des Eiffelturms findet gerade eine Versammlung gewaltbereiter Demonstranten statt. Verhaften Sie die bewaffneten Rädelsführer. Wie soll ich das jetzt verstehen, Lunak, was du meinst, dass die X-Split-Farben ja spannend sind? Weil ich sehe jetzt keinen großen Unterschied zum Spiel. Dass die kräftiger sind. Meine Webcam ist deutlich kräftiger. Das kann aber jetzt auch einfach nur daran liegen, dass da wieder irgendwas ist.
Eigentlich habe ich aber an der Webcam. Die Webcam selber stellt sich ja nicht ein. Das mache ich ja, wenn dann. Also das Video-Input habe ich aber nicht anders eingestellt, als es sonst normalerweise auch wäre. Also ich könnte jetzt nicht sagen, woran das liegt, dass meine Kamera jetzt irgendwie stärker aussieht. Oder habe ich da irgendwas geändert? Ich weiß es nicht. Schon anschauen. Ja, ich sehe es ja selber, aber ich finde es jetzt nicht schlimm. Naja. Ich lasse es einfach so. Ich habe, wie gesagt, bei der Cam habe ich sowieso meine Probleme, was bei jedem Neustart wechselt das Ganze. Also es bleibt alles erhalten, bis auf die Neigung. Die geht immer wieder, die stellt sich immer wieder zurück. Warum? Ich habe keine Ahnung. Der X-Split hat Probleme, die ich ihn sonst noch nie kenne, aber ja, ey, gehen wir in die Mission. Hauptsache, das Spiel läuft endlich mal flüssig ohne Probleme. Tötet die Demonstranten, Rebellen, was auch immer das sind. Alle Redes für die festnehmen und in Polizeieinsatzfahrzeuge bringen. Das geht sofort. Achtung, Bin und der Redesführer sind bewaffnet. Sie sollten Blendgranaten einsetzen, um sie kurzzeitig außer Gefecht zu setzen. Rüsten Sie Ihre Schützen mit Blendgranaten aus. Die Schützen. Okay, unser Ziel sind die drei bewaffneten Redesführer der Demonstration. An die müssen wir erstmal rankommen. Ja? Mit dem Wasserwerfer können Sie die Demonstranten auseinandertreiben. Sie sollten den Wasserwerfer in der Nähe der Demonstranten positionieren und ihn dann einschalten. Damit Sie einen Redelsführer festnehmen können, sollten Sie ein paar Ihrer Polizisten mit Handschellen ausrüsten. Ach, die muss Wählen man Sie einen auch Schützen aus, den ausrüsten. Sie mit Blendgranaten ausgerüstet haben, und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf einen bewaffneten Redelsführer, um die Blendgranate zu werfen. Nehmen Sie ihn dann mit einem Polizisten fest, solange Schon er betäubt unterwegs. ist. Höre? Warum hast du... Bin unterwegs. Auf dem Weg. Ja? Bin unterwegs. Zu Befehl. Ah! Ja, auf dem Weg. Roger. Höre. Roger. Führen Sie den festgenommenen Redelsführer Höre. Zum Mann. Wenn Sie brennende Fahrzeuge nicht rechtzeitig löschen, könnte es zu einer Explosion kommen. Das kann gefährlich werden. Schon unterwegs. Achtung! Im Einsatzgebiet sind Brände ausgebrochen. Sofort löschen. Okay. Achtung! Einige gewalttätige Höre. Schon Demonstranten unterwegs. Setzen Fahrzeuge in Brand. Nehmen Sie die Brandstifter fest und transportieren Sie sie ab. Auf dem Weg, habe verstanden. Auf dem Weg. Haben wir überhaupt hier... Wird umgehend durchgeführt. Höre. Wird ausgeführt. Alter, der Scheiß... Okay, es klappt ja mal gar nicht. Hallo? Warum liegen die jetzt da rum? Warum? Roger, was gibt's? Hin und Achtung, unterwegs. eine Einsatzkraft wird angegriffen. Ja. Aufpassen, dass sie nicht verletzt werden. Ja? Schon unterwegs. Schon unterwegs. Warum löscht ihr nicht? Was geht schon unterwegs? Ja? Höre. Der verhaftete Redelsführer wird dem Ist in Polizei. Arbeit.
Plünderer sind mit einem Transportfahrzeug ins Einsatzgebiet gekommen. Sie könnten versuchen, darin zu fliehen. Rüsten Sie einen Polizisten mit einer Straßensperre aus. Verstanden. Achtung! Im Einsatzgebiet finden Plünderungen statt. Nehmen Sie alle Plünderer fest und transportieren Sie ab. Was gibt's? Junge! Wird umgehend durchgeführt. Verstanden. Ja? Schon unterwegs. Höre? Ja. Sehr gut. Sie haben alle Brandstifter abtransportiert. Damit ist die Lage im Einsatzgebiet wesentlich entspannter. Höre. Wo war denn der Typ jetzt? Auf dem Weg. Sie müssen die Plünderer festnehmen und abtransportieren. Es besteht Fluchtgefahr. Ich bin unterwegs. Alter, die Kamera ist, die Map ist aber auch echt ziemlich nicht so gut. Sie haben es geschafft, alle Brände im Einsatzgebiet zu löschen. Das war eine gute Leistung. Wohl. Bin unterwegs. Ja, sofort. Ausgeführt. Musst du jetzt. Junge. Ich bin unterwegs. Wird gemacht. Was gibt's? Bin unterwegs. Ja? Schon unterwegs. Ja? Höre. Einsatzkraft verletzt. Sie müssen vorsichtiger vorgehen. Okay. Die Fahrzeug-KI ist gar nicht mal so dämlich. Oder die KI. Sagen wir mal, die KI ist gar nicht mal so dämlich. Okay. Nach extremen Unwettern über Paris sind große Teile der Stadt verwüstet. Der Eiffelturm ist zusammengebrochen. Und dass man die Zwischensequenzen nicht abbrechen kann. Höre, schon unterwegs. Sofort. Was gibt's? Achtung, die Redelsführer sind bewaffnet. Sie sollten Blendgranaten einsetzen, um sie kurzzeitig außer Gefecht zu setzen. Rüsten Sie Ihre Schützen mit Blendgranaten aus. Damit Sie einen Redelsführer festnehmen können, sollten Sie ein paar Ihrer Polizisten mit Handschellen ausrüsten. Schon unterwegs. Okay, unser Ziel sind die drei bewaffneten Redelsführer der Demonstration. An die müssen wir erstmal rankommen. Höre? Mit dem Wasserwerfer können Sie die Demonstranten auseinandertreiben. Sie sollten den Wasserwerfer in der Nähe der Demonstranten positionieren und ihn dann einschalten. Wählen Sie einen Schützen aus, den Sie mit Blendgranaten ausgerüstet haben. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf einen bewaffneten Redelsführer, um die Blendgranate zu werfen. Nehmen Sie ihn dann mit einem Polizisten fest, solange er betäubt ist. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Ja? Bestätige. Ja. Höre? Führen Sie den festgenommenen Redelsführer zur Mannschaft. Wenn Sie brennende Fahrzeuge nicht rechtzeitig löschen, könnte es zu einer Explosion kommen. Das kann gefährlich werden.
Achtung! Im Einsatzgebiet sind Brände ausgebrochen. Sofort löschen. Achtung! Einige gewalttätige Demonstranten setzen Fahrzeuge in Brand. Nehmen Sie die Brandstifter fest und transportieren Sie sie ab. Ja. Achtung! Eine Einsatzkraft wird angegriffen. Aufpassen, dass sie nicht verletzt wird. Schon unterwegs. Könntest du bitte den auch mitnehmen? Bin unterwegs. Ja? Ja, ich weiß schon. Jetzt lass mich doch... Mann! Sind mit einem Transportfahrzeug ins Einsatzgebiet gekommen. Sie könnten versuchen, darin zu fliehen. Rüsten Sie einen Polizisten mit einer Straßensperre aus. Achtung! Im Einsatzgebiet finden Plünderungen statt. Nehmen Sie alle Plünderer fest und transportieren Sie sie ab. Der verhaftete Riedelsführer wird im Polizeifahrzeug automatisch zur Polizeistation transportiert, sobald das Fahrzeug voll besetzt ist. Kümmern Sie sich jetzt also um die anderen Riedelsführer. Wird umgehend durchgeführt. Ja. Wird umgehend durchgeführt. Ja, wird gemacht. Auf dem Weg. Wird umgehend durchgeführt. Höre, bin unterwegs. Roger. Höre. Auf dem Weg. Was gibt's? Ja? Was machst du da? Sie müssen Plünderer festnehmen und abtransportieren. Es besteht Fluchtgefahr. Jetzt, wo Sie die Redelsführer festgenommen haben, ist die Demonstration wohl zu Ende. Sie haben alle bewaffneten Redelsführer. Sag mir jetzt nicht, dass das Spiel sich beim Speichern aufgehängt hat. Sehr gut. Sie haben alle Brandstifter. Nur ewig lange, okay. Damit ist die Lage im Einsatzgebiet wesentlich entspannter. Bin unterwegs. Sie haben es geschafft, alle Brände im Einsatzgebiet zu löschen. Das war eine gute Leistung. Was gibt's? Wird ausgeführt. Sperren Sie jetzt die möglichen Fluchtwege der Plünderer mit Straßensperren. Los geht's. Rüsten Sie einen Polizisten mit einer Straßensperre aus und schicken Sie ihn zu der Straße, die Sie sperren möchten. Ja, schon unterwegs. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf den Polizisten, um den Anfangspunkt der Straßensperre zu setzen. Roger. Und klicken Sie dann nochmal mit rechts, jawohl, um den Endpunkt der Straßensperre zu setzen. Höre. Beobachten Sie das Einsatzgebiet genau. Und schätzen Sie ab, auf welchen Wegen das Fahrzeug der Plünderer das Einsatzgebiet verlassen könnte. Ja, durch den hier halt. Sie alle möglichen Fluchtwege mit Straßensperren und nehmen Sie dann die Plünderer fest. Verstanden. Aber um sicher zu gehen. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Okay. Warum geht das nicht? Schon unterwegs. Hä? Höre, auf dem Weg. Hä, warte? Ja? Achso, jetzt hab's. Schon unterwegs. So. Ja? Und die kann ich jetzt nicht mehr benutzen. Ah, okay. Was
Ja, aber wenn ich jetzt... Achtung! Die Plünderer versuchen, das Einsatzgebiet in einem Fluchtfahrzeug zu verlassen. Sie können das Fahrzeug mit einer Straßensperre aufhalten. Ja, hab ich doch schon. Nein! Nein, 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 nein! Sie haben es geschafft, alle Brände im Einsatzgebiet zu löschen. Das war eine gute Leistung. Bin unterwegs. Was gibt's? Bin unterwegs. Ich muss einfach hier sperren, da kann nichts mehr passieren. Wollte eigentlich noch eine Blankgranate nehmen und sie damit dann. Sofort. Höre? Alles klar. Verstanden. Sperren Sie jetzt die möglichen Fluchtwege der Plünderer mit Straßensperren. Rüsten Sie einen Polizisten mit einer Straßensperre aus und schicken Sie ihn zu der Straße, die Sie sperren möchten. Ja. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf den Polizisten, um den Anfangspunkt der Straßensperre zu setzen. Und klicken Sie dann nochmal mit rechts, um den Endpunkt der Straßensperre zu setzen. Beobachten Sie das Einsatzgebiet genau und schätzen Sie ab, auf welchen Wegen das Fahrzeug der Plünderer das Einsatzgebiet verlassen könnte. Sperren Sie alle möglichen Fluchtwege mit Straßensperren und nehmen Sie dann die Plünderer fest. Bin unterwegs. Roger. Jawohl. Habe verstanden. Schon unterwegs. Höre. Auf dem Weg. Jawohl. Ja? Schon unterwegs. Höre. So. Warten wir jetzt bis... Ja, warten wir einfach. Ey, das kann jetzt nicht mehr vorbeifahren, das kann mich höchstens überfahren, das blöde Ding. Achtung, die Plünderer versuchen das Einsatzgebiet in einem Fluchtfahrzeug zu verlassen. Sie können das Fahrzeug mit einer Straßensperre aufhalten. Bestätige. Ja? 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 Sofort. Sie haben die Situation von Beginn an unter Kontrolle gehabt. Das war eine hervorragende Leistung. Ich würde nicht sagen, dass es von Beginn an geklappt hat, aber okay. Für Ihre sehr guten Leistungen bei diesem Einsatz haben Sie sich eine Auszeichnung in Silber verdient. Glückwunsch. Ja, sieht nach Hitzewelle aus. In Berlin herrscht seit Monaten extreme Hitze und Dürre. Es wurde ein Notlager für Bewohner eingerichtet, die sich nicht mehr selbst versorgen können. Den Menschen geht es schlecht. Viele erkranken wegen des Wassermangels. Außerdem sind Brände in der Stadt ausgebrochen, die die Bewohner gefährden. Wegen der extremen Trockenheit steht kein Löschwasser zur Verfügung. Helfen Sie den Menschen im Notlager, verhindern Sie den Ausbruch von Seuchen und retten Sie die Bewohner der Stadt vor den Bränden. Ich hätte eher gesagt, dass das Problem sein wird, dass das Klopapier ausgeht. Aber okay.
Der blöde Hund da! Für diesen Einsatz stehen Ihnen neue Fahrzeuge zur Verfügung. Mit dem Polizeihelikopter können Sie einige Gebäude evakuieren, solange sie noch nicht brennen. Mit dem Bergungshelikopter können Sie Opfer aus der Luft abtransportieren und Menschen von Dächern retten. Und mit dem Abschleppfahrzeug können Sie parkende Autos und Autowracks abtransportieren. Ja? Schon unterwegs. Ja? Bin unterwegs. Was gibt's? Auf dem Weg. Ja? Mitgemacht. Bin unterwegs. Was wird gemacht? Wird gemacht. Höre? Ja? In einigen Gebäuden befinden sich noch Menschen. Sie sollten die Gebäude evakuieren, solange sie noch nicht brennen. Dafür können Sie den Polizeihelikopter einsetzen. Höre. Ja, wie? Was? Ja? Woher soll ich denn wissen? Bestätige. Achso, okay. Hier spricht die Polizei. Ja, wird gemacht. Sie müssen die Erkrankten im Notlager versorgen. Wo, wie? Höre. Bin unterwegs. Over and out. Sie sonst... So, da ist der zweite. Bin unterwegs. Shit! Fuck! Ja. Ja? BT... Das kann ich doch gar nicht aufhalten. Schon unterwegs. Was gibt's? Wird umgehend durchgeführt. Ja. Bin unterwegs. Ja, wird umgehend durchgeführt. Schon unterwegs. Höre. Bin unterwegs. Ja, jetzt geh doch rein! Auf dem Weg. Schon unterwegs. Ja, ich weiß, dass ich kein Löschmittel habe. Oh, da steht... Da. Achtung! Nach einer Explosion in einem Gebäude befindet sich dort eine Person in höchster Gefahr. Sie müssen sie retten. Mehrere Menschen sind in Panik auf die Dächer von Gebäuden geflüchtet. Sie müssen sie mit dem Bergungshelikopter retten, ehe die Gebäude anfangen zu brennen. Sie haben alle Opfer versorgt und abtransportiert. Ja. Das haben Sie gut gemacht. Ja? Habe verstanden. Höre. Woran erkenne ich denn die erkrankte Person? Wir haben da einen Notfall. Eine
Person, die sich wahrscheinlich nicht mehr lange festhalten kann. Sie ja, ich weiß. Los geht's. Was wird gemacht? Los geht's. Ich versuch's ja. Was gibt's? Los geht's. Höre, bin unterwegs. Over and out. Oh Gott, die Karte ist so scheiße. Ich sehe kaum. Was gibt's? Was gibt's? Schon unterwegs. Warum? Was machst du denn da? Auf dem Weg. Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was gibt's? Verstanden. Kannst du den irgendwie ab? Bin unterwegs. Lass den doch irgendwie ab! Sofort. Wie kann denn? Schon unterwegs. Over and out. Ja? Wie kann ich denn den verfickten Idioten ablassen? Rechtsklick auf BRC, Rechtsklick auf Fremden. Sofort. Jawohl. Ah, jetzt hat. Ja, okay. Zu Befehl. Was gibt's? Bin unterwegs. Wo ist denn mein zweiter? Achso, die kümmern sich selbstständig um die. Okay. Gut. Okay, over and out. Sofort. Schon unterwegs. Zu Befehl. Ja? Schon unterwegs. Was gibt's? Bin unterwegs. Over and out. Hast du den jetzt nicht aufgenommen? Hä? Warum? Achtung! Im Notlager ist eine erkrankte Person zusammengebrochen. Sie muss sofort behandelt und danach ins Krankenhaus abtransportiert werden. Achtung! Es gibt mindestens ein weiteres Opfer im Einsatzgebiet. Versorgen Sie es und transportieren Sie es dann ab. Woran erkenne ich denn das fucking Opfer jetzt schon wieder? Achtung! Mehrere Personen sind aus einem brennenden Gebäude geflohen und wurden dabei verletzt. Sie müssen sie sofort versorgen und abtransportieren. Woher? Gottes Willen, ist das ein Scheißdreck! Wo soll ich die denn finden? Was gibt's? Kann ich über den wenigstens sehen, wo die sind? Ja, den kann ich. Kann ich den nochmal aufnehmen? Habe verstanden. Ah, okay.
Verstanden. Over and out. Sofort. Jawohl. Höre? Wo ist denn der eine Erkrankte noch? Da ist er. Bin unterwegs. Höre? Schon unterwegs. Der muss ambulant Hörer. Weg. Schon unterwegs. Die Frage ist nur, wo es. Jetzt ist wieder irgendwo ein Erkrankter. Hä? Wo ist. Ah, da ist noch ein Erkrankter, ich seh's. Höre, los geht's. Höre. Achtung, wir erhalten soeben einen Notruf. In einem brennenden Gebäude im Einsatzgebiet befindet sich ein erkranktes Opfer. Das Gebäude nicht aus eigener Kraft verlassen. Retten Sie das Opfer mit Hilfe des Drehleiterfahrzeugs. Auf dem Weg. Ja, wird umgehend durchgeführt. Wird umgehend durchgeführt. Schon unterwegs. Achtung, mehrere Personen sind aus einem brennenden Gebäude geflohen und wurden dabei verletzt. Sie müssen sie sofort versorgen und abtransportieren. Wenn ihr mir mal erklären würdet, wo! Was gibt's? Ja. Höre? Achtung, wiederholter Notruf. Over in einem brennenden Gebäude befindet sich eine erkrankte Person. Sie müssen sich mit Hilfe des Drehleiterfahrzeugs da rausholen. Was gibt's? Bin unterwegs. Oh Gott, ist das eine Scheiße, Stress hier. Wo ist jetzt schon wieder die erkrankte Person? Explosion in einem Gebäude befindet sich dort eine Person in höchster Gefahr. Sie müssen sie retten. Bin unterwegs. Ja? Auf dem Weg. Was geht? Warum ist nur einer da drin? Person, die sich wahrscheinlich nicht mehr lange festhalten kann. Sie wird abstürzen. Sprungpolster oder Drehleiter einsetzen. Was geht? Wird gemacht. Los geht's. Was gibt's? Auf dem Weg. Bin unterwegs. Es wird sowas von viel. Sowas von scheiße schlecht ablaufen hier. Ich habe auch nicht. Ich habe schon wieder keine Ahnung, wo der Typ ist, der sich irgendwo festhält. Da. Ja, aber warum kannst du den jetzt nicht holen? Ja, hol ihn doch bitte. Ja, auf dem Weg. Wo ist denn jetzt mein Feuerwehr? Eine Person ist aus dem oberen Stockwerk eines Gebäudes abgestürzt und hat sich schwer verletzt. Himmelarsch, wo bist du denn jetzt? Ja? Achtung, es gibt zu viele Opfer im Einsatzgebiet. Leck mich doch am Arsch, das ist doch scheiße! In Berlin herrscht seit Monaten extreme Hitze und Dürre.
Es wurde ein Notlager für Bewohner eingerichtet, die sich nicht mehr selbst versorgen können. Für diesen Einsatz stehen Ihnen neue Fahrzeuge zur Verfügung. Mit dem Polizeihelikopter können Sie einige Gebäude evakuieren, solange sie noch nicht brennen. Mit dem Bergungshelikopter können Sie Opfer aus der Luft abtransportieren und Menschen von Dächern retten. Und mit dem Abschleppfahrzeug können Sie packende Autos und Autowracks abtransportieren. Bitte räumen Sie unverzüglich das Gebäude. Auf dem Weg. Schon unterwegs. Was sofort? Ja, dort gemacht. Okay. Höre, sofort. Ist in Arbeit. Was gibt's? Schon unterwegs. Schon unterwegs. Wo ist mein Heli? Höre. Bin unterwegs. Over and out. Und warum zum Fick kann ich nur bestimmte Gebäude evakuieren lassen? Ja, weil ich soll ja sonst nicht spannend genug bleiben. Ja, ich kann sonst keins evakuieren. Das ist das Einzige, was ich evakuieren kann. Was soll denn der Scheiß? Was gibt's? Habe verstanden. Auf dem Weg. Ist in Arbeit. Wird umgehend durchgeführt. Höre sofort. Bin unterwegs. Was gibt's? Auf dem Weg. Schon unterwegs. Bin unterwegs. Was gibt's? Wird ausgeführt. Auf dem Weg. Ja? Man hat irgendwie das Gefühl, das Spiel bestraft dich dafür, dass du speichern willst. Mit einer Minute Stillstand. Geil. Sie haben alle Opfer versorgt und abtransportiert. Das haben Sie gut gemacht. Was gibt's? Okay, over and out. Bin unterwegs. Over and out. Habe verstanden. Höre. Verstanden. Over and out. Verstanden. Over and out. Ja? Jawohl.
Achtung! Nach einer Explosion in einem Gebäude befindet sich dort eine Person in höchster Gefahr. Zu Befehl. Sie müssen sie retten. Höre, bin unterwegs. Bin unterwegs. Ja? Ja? Bin unterwegs. Over and out. Ja? Jawohl. Wir haben da einen Notfall. Eine Person, die sich wahrscheinlich nicht mehr lange festhalten kann. Sie wird abstürzen. Sprungpolster oder Drehleiter einsetzen. Verstanden. Over and out. Los geht's. Schon unterwegs. Höre, wird umgehend durchgeführt. Auf dem Weg. Was gibt's? Bestätige. Gut, Sie haben alle erkrankten Menschen behandelt. Okay, over and out. Okay, over and out. Achtung! Es gibt wieder mindestens eine erkrankte Person im Einsatzgebiet. Hört mal auf, krank zu werden. Gibt es eigentlich einen Schnellspeicher? F5, ja. Glaube ich. Ja, hört sich danach an. Kann man die erste evakuieren, wenn das Feuer kurz davor ist, dahin zu kommen? Es ist doch schon klar, wenn man nicht löschen kann. Das ist doch gleich besser wäre, sie gleich zu evakuieren. Weil ich der Zertruffe. Bist du bei der erkrankten Person? Nein. Wo ist denn? Wo sind denn die? Da ist einer. Schon unterwegs. Ist in Arbeit. Wo ist der Zweite? Wo ist der Zweite? Da. Auf dem Weg. Geh du mal raus. Katastrophenalarm. Bitte ziehen Sie alle ins Saarland. Schon unterwegs. Bewerbungsheli. Höre. Das ist der Heli. Bin ich gut. Sie haben alle erkrankten Menschen behandelt. Kann noch nichts weitermachen. Doch, da. Verstanden. Evakuieren. Bestätige. Hier spricht die Polizei. Bitte räumen Sie unverzüglich das Gebäude. Thank you.
Verstanden. Over and out. Was gibt's? Bin unterwegs. Ich bin so schön, dass die hier nicht verbrennen oder so. Aber vielleicht sollte ich einfach die Klappe halten. Nicht, dass es dann am Ende wirklich passiert. Ja. Weil ich habe ja die Polizisten wahrscheinlich nicht umsonst. Achtung, es gibt wieder mindestens eine erkrankte Person im Einsatzgebiet. Gut, Sie haben alle erkrankten Menschen behandelt. Soeben einen Notruf. In einem brennenden Gebäude im Einsatzgebiet befindet sich ein erkranktes Opfer. Es kann das Gebäude nicht aus eigener Kraft verlassen. Ja. Retten Sie das Opfer mit Hilfe des Drehleiterfahrzeugs. Achtung! Es gibt mindestens ein weiteres Opfer im Einsatzgebiet. Versorgen Sie es und transportieren Sie es dann ab. Achtung! Es gibt wieder mindestens eine erkrankte Person im Einsatzgebiet. Aber wo ist das Opfer? Was gibt's? Auf dem Weg. Okay. Auf dem Weg. Was gibt's? Bin unterwegs. Ist in Arbeit. Höre. Aber wahrscheinlich ist der damit gemeint. Auf dem Weg. Bam. Achtung. Nach einer Explosion in einem Gebäude befindet sich dort eine Person in höchster Gefahr. Sie müssen sie retten. Gut, Sie haben alle erkrankten Menschen behandelt. Was gibt's? Sofort. Schon unterwegs. Höre. Wird umgehend durchgeführt. Was machst du denn da? Was gibt's? Auf dem Weg. Wird auf. Mit? Ah ja, ich sehe schon, woran das Problem ist. Wir haben einen Notfall. Zu warm. Eine Person, die sich wahrscheinlich nicht mehr lange festhalten kann. Sie wird abstürzen. Hab ich doch schon. Oder Drehleiter einsetzen. Was gibt's? Alles gut, ist schon passiert. Was gibt's? Alles easy. Unterwegs.
Sie haben alle Opfer versorgt und abtransportiert. Das ist. Hörer. Hörer, schon unterwegs. Achtung! Es gibt wieder mindestens eine erkrankte Person im Einsatzgebiet. Ich finde es ja geil, dass es anscheinend... Gut, Sie haben alle erkrankten Menschen behandelt. ...niemanden in diesem Scheißland gibt, der Wasser hat, um denen zu helfen. Berlin ist komplett auf sich alleine gestellt. Achtung! Es gibt mindestens ein weiteres Opfer im Einsatzgebiet. Versorgen Sie es und transportieren Sie es dann ab. Was geht sofort? Welches Opfer ist es denn? Wo? Wo? Wo, wie? Ich sehe... Denn... Ich bin unterwegs. Heilige Scheiße, wie soll ich... Stopp. Auf dem Weg. Stopp. Auf dem Weg. Können wir den mit dem Bergungsheli rausholen? Ja. Der dahin. Unterwegs. Over and out. Ja, auf dem Weg. Habe verstanden. Ja? Ja. Was gibt's? Auf dem Weg. Wird gemacht. Höre. Wird gemacht. Bin unterwegs. Wird ausgeführt. Auf dem Weg. Ja? Höre? Komm! Nein!
Bei der Explosion wurden Menschen verletzt. Ziehen Sie die Trümmer über den Opfern mit Feuerwehrmännern weg. Und dann sollten Sie die Opfer so schnell wie möglich versorgen und abtransportieren. Hören wird gemacht. Bin unterwegs. Was gibt's? Bin unterwegs, ausgeführt. Ja? Ja? Okay, over and out. Verstanden, was gibt's? Over and out. Achtung! Aus einem brennenden Gebäude geflohen und wurden dabei verletzt. Sie müssen sie sofort versorgen und abtransportieren. Ja, warum machst du das nicht? Warum machst du denn nichts? Hä? Jetzt hat. Bin unterwegs. Ja? Zu Befehl. Höre, auf dem Weg. Wird erledigt. Bin unterwegs. Wird gemacht. Ist in Arbeit. Was gibt's? Verstanden. Over and out. Sofort. Schon unterwegs. Ja? Wird gemacht. Wo ist denn der Feuerwehrmann? Hören. Hä, wo ist jetzt der Feuerwehrmann hin? Wo ist der Feuerwehrmann? Hören. Da ist er. What the fuck ist hier los? Höre. Wo ist denn... Die Brände können sich nicht weiter ausweiten. Die unmittelbare Gefahrensituation ist überstanden. Yay. Auf dem Weg. Höre, okay? Einfach können sie sich nicht weiter ausbreiten. Sie sind einfach gestoppt durch nichts. So ist das. Okay. Geflüchtet, tot, da, ich seh's schon. Berge du doch den Schnell hier. Okay, zu Befehl. Okay. Höre. Ja, sofort. Bin unterwegs. Okay, over and out. Los geht's, schon unterwegs. Was gibt's? Wird umgehend durchgeführt. Bin unterwegs. Ist in Arbeit. Was gibt's? Bin unterwegs. Ja, habe verstanden. Bin unterwegs. Was gibt's? Ja? Ist in Arbeit. Bin unterwegs. Höre. Ist in Arbeit. Auf dem Weg. Höre. Bin unterwegs. Ja, auf dem Weg. Bin unterwegs. Ja. Schon unterwegs. Auf dem Weg. Kommt der LKW-Konvoi. Die Flüchtlinge aus dem Notlager und die Bewohner der Stadt werden jetzt in eine Sicherheitszone außerhalb der Stadt transportiert. Unsere Aufgabe ist damit erledigt. Das ist aber ein bisschen viel für so... Also, okay, es kommen mehrere.
Im Großen und Ganzen können Sie mit Ihrer Leistung wirklich zufrieden sein. Wenn Sie die Auswertung Punkt für Punkt durchgehen, entdecken Sie vielleicht noch die eine oder andere Möglichkeit, sich zu verbessern. Ja, du mich auch. Für Ihre sehr guten Leistungen bei diesem Einsatz haben Sie sich eine Auszeichnung in Silber verdient. Glückwunsch! Oh nein! Schweiz oder Österreich? Ich würde auf Schweiz tippen. Vielleicht auch Österreich. Aufgrund des Abrutsches an der ganzen Wand des Matterhorns ist die am Fuß des Bergs liegende Stadt Zermatt fast völlig zerstört. Bergen Sie die Verschütteten, behandeln Sie die Verletzten und retten Sie so viele Menschen wie möglich. Nein, Luna. Das Matterhorn, nicht die Zugspitze. Ah ja. Da hängen schon wieder Leute rum, ey. Ei. Was gibt's? Schon unterwegs. Für diesen Einsatz wurden Ihnen neue Einsatzkräfte zur Verfügung gestellt. Schon unterwegs. Verschüttete Opfer können Sie mit einem Rettungshund aufspüren und Trümmer mit dem Bergefahrzeug heben. Außerdem kann der Ingenieur Gas und Elektrizität abschalten und mit dem Brückenleger kommen ihre Einsatzfahrzeuge, trotz zerstörter Brücke, auf die andere Seite des Flusses. Höre. Wird umgehend durchgeführt. Bin unterwegs. Höre. Nein. Wird gemacht. Höre. Es gibt eine zerstörte Brücke im Einsatzgebiet. Ihre Einsatz... Wir können den Fluss nur mit Hilfe des Brückenlegers überqueren. Ich bin unterwegs. Ist okay. Was sofort? Schon unterwegs. Höre. Michael Urkra. Das ging jetzt so schnell. Ja, wird erledigt. Mach doch das Teil aus. Danke. Weiter hinten am Felsabrutsch befindet sich ein Mensch in höchster Gefahr. Er hängt an einer beschädigten Bergbahngondel. Ich weiß. Sie müssen ihn retten, bevor er abstürzt. Ja. Umgehend durchgeführt. Sofort. Ja. Auf dem Weg. Wird umgehend durchgeführt. Ja? Wird ausgeführt. Schon unterwegs. Was gibt's? Auf dem Weg. Wird umgehend durchgeführt. So, wo ist denn die Feuer... Wo ist denn die Rettungsleiter? Hä? Haben wir überhaupt... Wir haben gar keinen... Wie soll ich ihn denn retten, wenn ich keinen Rüstwagen hab? Kein Feuer... Hä? Wait a minute! Wie soll ich den Arsch denn retten, wenn ich kein Feuer, kein Leid, ihr wisst schon. Schon unterwegs. Da liegt jemand. Was gibt's? Sofort. Bin unterwegs. Was sind denn meine Tassen? Ich habe verstanden. Schon unterwegs. Gemacht. Wo zum Fick ist denn... Sie sollten einen Feuerwehrmann mit einem Sprungpolster ausrüsten und die Person, die an der beschädigten Bergbahngondel hängt, damit retten. So, okay, ich verstehe. Klar. Höre und gemacht. Warum bin ich da nicht gleich drauf gekommen? Sofort. Wird gemacht. Very sorry. Im Einsatzgebiet werden mehrere Menschen vermisst. Sie sind vermutlich von Trümmern verschüttet. Sie sollten sie so schnell wie möglich mit dem Rettungshund aufnehmen. Suchhund! Suchwauzi. Ja. Wird umgehend durchgeführt. Hui.
Ja. Wird gemacht. Wird ausgeführt. Höre. Ist in Arbeit. Es befinden sich noch vermisste Personen im Einsatzgebiet. Höchstwahrscheinlich unter Trümmern verschüttet. Höre. Mit dem Bergefahrzeug können Sie Trümmer und Felsbrocken beiseite heben. Was gibt's? Ach, fahr doch bitte. Kommst du da nicht rüber? Ja. Oder fahrst du jetzt da gerade nicht rüber wegen dem Strom? Wahrscheinlich wegen dem Strom. Njong. Bin unterwegs. Was gibt's? Schon unterwegs. Höre sofort. Auf dem Weg. Ja? Achtung, schon unterwegs. Auf der anderen Flussseite gibt es eine gefährliche offene Stromleitung auf der Straße. Sie müssen den Strom dort abschalten. Geht doch schon. Was gibt's? Kein Problem. Was gibt's? Verstanden. Wird gemacht. Was gibt's? Wird umgehend durchgeführt. Wird umgehend durchgeführt. Ja? Auf dem Weg. Schon unterwegs. Höre. Verstanden. Schon unterwegs. Das brennende Hotel wird bald einstürzen, wenn Sie es nicht rechtzeitig löschen. Sie müssen alle Opfer, die sich dort befinden, sofort von da wegschaffen. Wird gemacht. Was gibt's? Los geht's. Höre. Bin unterwegs. Auf dem Weg. Wird gemacht. Höre. Wenn ein Feuerwehrmann mit Spezialhandschuhen ausgerüstet wird, kann er kleinere Trümmerteile von verletzten Opfern wegziehen. Ja? Höre. Wird umgehend durchgeführt. Was gibt's? Schon unterwegs. Der Feuerwehrmann kommt mit dem Schlauch nicht nah genug an das Zielobjekt ran. Schon unterwegs. Bin unterwegs. Roger. Ja? Bin unterwegs. Ja? Höre. Bin unterwegs. Was gibt's? Opfer, die unter kleineren Trümmerteilen liegen, können Sie so lange nicht behandeln, bis ein Feuerwehrmann mit Spezialhandschuhen die Trümmer von den Opfern weggezogen hat. Auf dem Weg. Ja? Bin unterwegs. Wird gemacht. Höre. Wird ausgeführt. Was gibt's? Wird umgehend durchgeführt. Ja? Ja, kein Problem. Ist in Arbeit. Hört sofort. Bin unterwegs. Ist in Arbeit. Ja? Bin unterwegs. Los geht's. Höre. Bin
Maschine unterwegs. Was gibt's? Schon unterwegs. Ja? Zu Befehl. Wird erledigt. Höre? Na! Auf dem Weg. Alles klar. Höre, los geht's. Höre, habe verstanden. Auf dem Weg. Wird umgehend durchgeführt. Höre? Wird umgehend durchgeführt. Was gibt's? In Ordnung. Schon unterwegs. Höre. Wird ausgeführt. Auf dem Weg. Höre. Wird gemacht. Schon unterwegs. Ja. Alles klar. Ja. Wird umgehend durchgeführt. Auf dem Weg. Was gibt's? Kein Problem. Unterwegs. Was gibt's? Kein Problem. Schon unterwegs. Wird gemacht. Ja, schon unterwegs. Wird gemacht. Was gibt's? Sofort. Wird umgehend durchgeführt. Matterhorn sollte mal überprüft werden hier, das ist ja schrecklich. Stay fix. Höre. Höre. Bin unterwegs. In Ordnung. Was gibt's? Auf dem Weg. Wahrscheinlich. Was gibt's? Habe verstanden. Schon unterwegs. Wird umgehend durchgeführt. Was gibt's? Alles klar. Ja? Auf dem Weg. Auf dem Weg. Sie haben alle vermissten Opfer gefunden. Gut gemacht. Ja? Sehr gut. Sie haben alle Brände gelöscht. Bin unterwegs. Da liegt noch einer rum. Höre. Ja? Auf dem Weg. Ja. Wird gemacht. Ja. Wird gemacht. Auf dem Weg. Ist in Arbeit. Was gibt's? Bin unterwegs. Ja, sofort.
Bin unterwegs. Was gibt's? Ist in Arbeit. Der wurde jetzt da so lange da hinten gegrillt, ich habe das Gefühl, der dürfte jetzt gut durch sein. Bin unterwegs. Ja, Supermarket. Frage mich, ob es den gibt in Schweiz. Das muss der Urkra wissen. Höre, auf dem Weg. Schon unterwegs. Was gibt's? Auf dem Weg. Ja? Ja, bin unterwegs. Höre. Bin der unterwegs. Gute alte Supermarkt. Was gibt's? Wird gemacht. Bin unterwegs. Was gibt's Schöneres, als wenn ich einen Hund ständig anbellt und jemand anders an dir rumfummelt? Bin unterwegs. Dass man sicher nicht den Platten noch verwenden kann, aber schon sein steht da, was das, was so heißt. Ich kann ihn nicht aufnehmen, ich sehe ihn nicht. Bin unterwegs. Ja, näher ranzoomen kann ich leider nicht. Ich habe keine Ahnung, was da steht. Ist viel zu hell. Was gibt's? Gut gemacht. Sie haben sich keine größeren Fehler bei dieser Mission geleistet. Natürlich gibt es noch Raum für Verbesserungen, aber allzu viel Kritik ist hier nicht angebracht. Machen Sie weiter so. Für Ihre sehr guten Leistungen bei diesem Einsatz haben Sie sich eine Auszeichnung in Silber verdient. Glückwunsch. Na, eine Mission machen wir noch. Café Intim. Ah, okay. Das ist bestimmt irgendwo in Osteuropa, oder? Oh nein, die Ratten kommen! Und die Überschwemmung mit dazu. Das kann ich jetzt schwer einschätzen, Hamburg wo das ist. Hamburg wurde zu großen Teilen nach heftigen Unwettern von einer Sturmflut überschwemmt. Der Hafen entlang der Elbe sowie der Bereich um die Reeperbahn stehen unter Wasser. Retten Sie die Menschen in Ihrem Einsatzgebiet. Verhindern Sie, dass Menschen zu Schaden kommen. Also ich meine, das ist ja fast Osteuropa, Reeperbahn. So viel zum Thema weltweite Einsätze. Das ist schon der zweite in Deutschland. Die machen mir irgendwie so, als wäre das da in dem Ding dreht um hier nicht so schön zu wohnen. Naja, Hamburg, der Reeperbahn, das ist doch was Osteuropäisches. Der Marschstrom ist hier. Ihnen stehen neue Einsatzfahrzeuge zur Verfügung. Der Rettungshelikopter transportiert einen Notarzt und ein Sanitäterteam schnell in Gebiete, die ansonsten unzugänglich sind. Das Motorboot, das sich auf einem Transportfahrzeug befindet, kann zu Wasser gelassen werden. Damit können Sie dann Menschen, die hilflos im Wasser treiben, aufnehmen und an Land bringen. Und mit dem Löschboot, das sich bereits im Wasser befindet, können Sie Brände vom Wasser aus bekämpfen. Okay, over and out. Brände. Auf dem Weg. Brände. Da ist doch gar kein Brand. Also aktuell zumindest ist noch nicht. Ich sehe keinen. Schon unterwegs. Ich kann doch keinen Brand erkennen. Ja,
sofort. Schon unterwegs. Aber ich sehe schon, der Tanker wird brennen, ja, weil hier auch schon Öl ausläuft. Bestätige. Deshalb werden wir den schon mal ganz unauffällig. Was gibt's? Schon unterwegs. Dahin buchsen. Es gibt Opfer, die in ihren Fahrzeugen unter Wasser eingeschlossen sind. Sie müssen die Fahrzeuge markieren, um sie dann an Land heben zu können. Achten Sie auf Blasen auf der Wasseroberfläche und lassen Sie dort einen Taucher sein. Auf dem Weg. Höre. Jawohl. Was gibt's? Ja. Was habe verstanden? Höre. Blasen an der Oberfläche. Bin unterwegs. Was soll ich denn noch alles achten? Höre, schon unterwegs. Auf dem Weg. Achtung, im überfluteten Bereich ist die Hauptkanalisation eingebrochen. Dort hat sich ein Wirbel gebildet. Eine im Wasser treibende Person ist in seine Nähe geraten. Sie müssen sie sofort aus dem Wasser holen. Achtung, eine im Wasser treibende Person ist in die Nähe des Wirbels geraten. Sie müssen sie sofort aus dem Wasser holen. Achtung, eine im Wasser treibende Person ist in die Nähe des Wirbels geraten. Sie müssen sie sofort aus dem Wasser holen. Schon unterwegs. Ich glaube, mehr als die vier kann ich ja nicht rausholen, oder? Bin unterwegs. Mit dem Taucher können Sie Fahrzeuge, die sich unter Wasser befinden, ausfindig machen. Beachten Sie Blasen auf... Alter! Oh nein! Sie sollten das Hochhausdach mit dem Löschpult kühlen. Dann haben Sie mehr Zeit, die Menschen vom Dach mit dem Bergungshelikopter an Land zu bringen. Schon unterwegs. Jawohl. Alter. Schon unterwegs. Achtung, das Motorboot treibt auf das Wirbel zu. Sie müssen es von dort wegsteuern. Bestätige. Was gibt es unterwegs? Oh nein, das Motorboot gerät in den Wirbel. Es ist verloren. Eine im Wasser treibende Person ist in den Wirbel hineingeraten. Sie können sie jetzt nicht mehr retten. Sie müssen die Menschen aus dem Wasser holen, bevor sie vom Wirbel unter... Was zum Glück ist das? Oh. Moment mal, wo ist denn der Autosave? Ich habe doch extra einen Autosave gemacht. Mit... unter Wasser gezogen werden. Ich habe doch extra einen fucking... Hamburg wurde zu großen Teilen nach heftigen Unwettern von einer Sturmflut überschwemmt. Okay, erst einmal die von da hoch. Das ist, da musst du wieder so viel auf einmal machen. Ich hasse sowas, ey. Jetzt würde sich einer immer um alles kümmern müssen. So logisch ist das alles nicht. Höre, unterwegs. Over and out. Ihnen stehen neue Einsatzfahrzeuge zur Verfügung. Der Rettungshelikopter transportiert einen Notarzt und ein Sanitäterteam schnell in Gebiete, die ansonsten unzugänglich sind. Das Motorboot, das sich auf einem Transportfahrzeug befindet, kann zu Wasser gelassen werden. Damit können Sie dann Menschen, die hilflos im Wasser treiben, aufnehmen und an Land bringen. Und mit dem Löschboot, das sich bereits im Wasser befindet, können Sie Brände vom Wasser aus bekämpfen. Was gibt's? Du kannst immer nur einen von diesen blöden Wichsern okay, over and out. Holen. Okay.
Damit Ihre Einsatzfahrzeuge auf die andere Seite des überschwemmten Gebiets kommen können, sollten Sie so schnell wie möglich eine Pontonbrücke aufbauen. Habe verstanden. Ja, schon unterwegs. Ja. Es gibt Opfer, die in ihren Fahrzeugen unter Wasser eingeschlossen sind. Sie müssen die Fahrzeuge markieren, um sie dann an Land heben zu können. Achten Sie auf Blasen auf der Wasseroberfläche und lassen Sie dort einen Taucher suchen. Ja? Bin unterwegs. Over and out. Was gibt's? Bin unterwegs. Höre, ein Schiff ist schwer beschädigt und sinkt. Ja. Sie sollten die Besatzung des Schiffes mit dem Bergungshelikopter an Land bringen, bevor das Schiff untergegangen ist. Bin unterwegs. Zu Befehl. Höre. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Oh nein, das Motorboot gerät in den Wirbel. Ist das dein fucking Ernst? Achtung, im überfluteten Bereich ist die Hauptkanalisation eingebrochen. Dort hat sich ein Wirbel gebildet. Eine im Wasser treibende Person ist in seine Nähe geraten. Okay, nee. Das mache ich das nächste Mal. Ich habe keine Lust mehr. Was für eine Scheiße, ey. Ja, da muss ich außen rumfahren, damit das hinhaut, oder was? Leck mich doch am Arsch, ey. Was für ein Dreck, ey. Könnt ihr selber fahren. Aber nein. So, ja, ach du Scheiße, die Aufnahme hat 67 GB, hätte ich nicht Ultra nehmen sollen, vielleicht hätte auch eine andere Aufnahme, Ding gereicht, das ist ein bisschen viel. Ja, muss ich dann vielleicht nochmal gucken, soll dieser Bus für das Spiel sein. Ich glaube aber Ultra-Einstellungen sind ein bisschen zu viel bei 67 GB. Ich glaube, sonst kriege ich da niemals in der Menge, in der Länge dann das ganze Problem. Naja, muss ich mal gucken. Ja, ich brauche aber keine 4K. Ich mache mit 2K Aufnahmen, aber das scheint, ja, wie gesagt, es sind halt alles Tests mit XSplit. Wie gesagt, soll ja nicht meine Hauptaufnahmequelle werden. Oder mein Hauptding, aber ich merke schon, das ist auf jeden Fall ein bisschen zu groß. Man kann da ja leider nicht genau einstellen, oder kann man es genau einstellen? Ey, muss man nochmal gucken. Ich habe mich noch nicht so genau damit auseinandergesetzt, auch weil ich es ja nicht unbedingt nutzen will. So, bevor die Datei noch größer wird, mache ich jetzt Schluss. Ich werde aber wahrscheinlich nochmal einen Stream heute Abend anwerfen. Was ich dann streamen werde, das werdet ihr dann schon sehen. Ich weiß es selber noch nicht. Ich muss mein Stream-Glücksrad reaktivieren und mal schauen, was ich jetzt noch dann streame. Ich werde aber erstmal was essen. Und ja, dann schon mal weiter, was kommen kann. Was kann denn kommen? Ja, alles Mögliche. Vielleicht Powerhouse von Mabuko, vielleicht Command & Conquer Strategie, wer weiß das schon. Wir werden sehen, was kommt. Vielleicht irgendwas aus den Jahren von 1980 bis 2020 ist alles dabei. Es sind ja bloß ein paar hunderttausend Spiele. Ja, gut. Dann sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat gefallen.
Und wir sehen uns dann auf jemandes Streams oder meinem YouTube-Video wieder. Bis dahin wünsche ich einen schönen Abend und später gute Nacht und sage bis zum nächsten Mal oder bis gleich. Und bis dahin auf Wiedersehen.